So, hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Diesmal habe ich mir wieder sowas wie einen Sessel zugelegt. Solange der andere in Reparatur ist, wisst ihr, wie das ist. Wir sind nun, wie wir hier sehen, in dem Haus. Haben die andere da unten alle gar umgelegt. Mit gefühlten 25.000 Kugeln. Und irgendwie stehe ich wo ganz anders. Ja, egal. Ja, nun versuchen wir unsere lieben Leute zu finden. Also mit der irgendwelche komische Geräusche hier. Seltsam, seltsam, seltsam. Hallo? Hallo? Na, ich glaube, da drin sind meine Freunde, oder? Komm, stirb! Stirb! Warte, was war das? Ist da noch einer drin? Noch Platz! Au! Das ist mir nicht lieb! Leute, Hilfe! Das Mädchen! Was? Ich brauche Hilfe! Alter, scheiße, wo... Wow! Aua. Jawohl, ja. Verteil mal ein paar Schläge hier. Au. Cool, Munition. Sehr schön. Weg von der Frau. Sau. Das war verdammt knapp. Alter Vater. Das ist echt eine kranke Nummer. Jetzt würde ich sagen, tun wir uns einfach mal verbinden. Komm. Ich weiß. Hab zwar genug, aber noch, man weiß ja nie, wo man hinkommt. Muss jetzt da raus, hä? Nach oben? Nach unten? Okay, so es aussieht, nach oben. Irgendwie ist mir nicht wohl bei der Sache. Ganz und gar nicht wohl. Weil sich wundert, warum ich so komisch verharzt aussehe. Rüber. Ich komme von der Arbeit. Da ist es. Unser Zielort. Ich habe Bereitschaftsdienst, deshalb hoffe ich, dass mein Handy jetzt nicht klingelt. Oh, guckt es euch an, das ist ja nicht mehr weit. Da, ich kann ja ganz klein da hinten. Kann ich eine goldene Kuppel. Komm schon, Girlie. Da rein? Nö. Ah. Vorsicht. Da habe ich ein Brett, aber keine Ahnung, wo das Brett hin soll. So. Ah, bestimmt da drüber. Okay. Ganz schön stark. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen. Dieser Joel. Chill. Sieht ja mal verdammt vertrauenserweckend aus. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Die hat Probleme. Die Aussicht ist das, was mir hey, weniger Sorgen macht. Es geht hier weiter. Immer diese Frauen hier, immer diese Frauen, immer nur am Meckern. Komm, ich will hier.
Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Ja, ja, chill im Leben. Das ist immer wieder... Brummel. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Nö. Wie weiter, Kleine? Ja, komm schon, Mädchen, mach Platz hier. Lass mal den alten Mann vor. Lass den alten Mann vor. Mein Gott, was ist das für eine Spur? Lass den alten Mann zurück. Oh mein Gott, lass ihn definitiv zurück. Lebt das Vieh? Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Firefly-Befehle. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Hey, alles wird gut. Okay. Ich kann irgendwie nichts lesen. Es muss einfach. Ich sitze einfach zu weit vom Bildschirm entfernt. So. Toll, die Revolver-Munition ist voll. Das ist natürlich geil, ne? Na Leute, nun... Aus dem Weg, Mädel. Da drüber, hä? Bestimmt. Komm schon. Hoch und drüber. Kaution, andere, was auch immer. So. Ha. So, ist doch alles friedlich hier. Also. Endspurt, Tess. Friedlichkeit. Alles so friedlich hier. Nur dass es klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Lecker. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Mhm. Aber, ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Ja, ja. Ist gut, dass Munition und Wasser sich immer so gut vertragen. Deshalb immer schön durchs Wasser warten. Ist es das schon? Da sind wir schon im Rathaus. So schnell kann das doch gar nicht gehen. Mal kicken. Hallo? Ist da jemand? Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Sieht nicht so aus. Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Genau, Menschenskinder. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Oho. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Hört doch auf zu streiten. Wir haben andere Probleme. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Wir leben in einer Welt voller Zombies. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Und wer weiß, wo die sind? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Jetzt sag mal. Fass mich nicht an. Doch nicht vom nein, Kind. Scheiße. Leute... Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Jawohl. Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt! Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Alter, Leute. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit.
Cool. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Genau, geh, okay, Leute, das Militär kommt. Renn, Junge, renn, nimm das kleine Mädchen mit. Ellie. Und bring es in Sicherheit. Ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Move. Zensiert. Okay. Es geht weiter. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Chill Leben. Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh, Mann. Das, was ich mich jetzt gerade eher frage, ist, lass mal ein bisschen die Munition. Jawohl. So, was mich eher frage, ist, wie kommen wir da durch? Bleibt nur die Möglichkeit hier. Zack, zack, ja. Kommt man vermutlich raus. Wow. Ist da eine? Ne, ist keine. Gut. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden? Verdammt. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Ja, Sir. Tess. Scheiße, sie ist tot. Scheiße. Richtige Scheiße. Komm schon. Mädel. Wow, wie springt man? Weiß irgendjemand nochmal, wie man springt? Ah, da. Alter. Wow. Yay! Eine Winchester! Oh mein Gott, ist das cool! Jiha! Ah, ein Jagdgewehr, jo. Ist doch dasselbe. Winchester, 16 Schuss. Was machen wir? Ich weiß nicht, ne? Aber irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl. Da drüben nachdenken. Oh Gott. Ein paar Cops zu viel rumrennen. Wo bist du, verdammt? So ein paar. Scheiße! So. Da war es einer weniger. Oh, Pistole und Munition. Nehmen. So. Flasche auch immer gut. Bleib bei mir. Na los. Kommt er zurück? Gut. So, haben wir das mal, ne? Alter Scheiße. Oh, da läuft er. Da läuft er. Gutes Deutsch, Daniel. Da läuft er, nicht da läuft er. Das ist eher pelzig. Aspirin. Immer gut gegen Kopfschüsse. Da sind noch zwei, sind noch da. Alter, Mädchen, weg. Komm da rein. Ich will hätten das Jagdgewehr benutzen, dann geht immer so die
Bricht immer so die Hölle hier los. Also ich sag, jetzt muss ich das benutzen. Weil den da hinten, den kriege ich ja nicht so. Einfach weg hier. Da und irgendwo da hinten noch eine. Oh, verdammt. Das wird jetzt wieder was. Jemand hat damit? Du mieses Stück Scheiße! Okay. Muss ich wohl übel. Doch, das verschissene Gewehr benutzen. Weil ich da eigentlich aufheben wollte. Aber nein, bist du wieder auf. Ha! Langsam wäre ich ein richtiger Pro hier. So. Komm, Mädchen. Es geht weiter, es geht weiter. Ist da oben jemand? Nein. Da rein. Allerdings geht's das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.